Börse Coinbase steht vor ihrer Premiere auf dem Kapitalmarkt offenbar gut. Der Umsatz habe sich 2020 auf rund 1,3 Milliarden Dollar verdoppelt. Der Gewinn sei nach einem Minus von 30 Millionen in 2019 zuletzt auf plus 322 Millionen Dollar gestiegen. Die Zahlen finden sich im Börsenprospekt, den das in San Francisco ansässige Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, um eigene Aktien an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq verkauft. Coinbase hat nach eigenen Angaben 43 Millionen Nutzer, von denen 2,8 Millionen mindestens einmal im Monat Transaktionen durchführen. Das Unternehmen wäre damit die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen wie Bitcoin. Das Unternehmen hatte bereits im Januar eine sogenannte Direktplatzierung bei der SEC beantragt. Dabei werden Aktien ohne Begleitung durch Investmentbanken und ein vorheriges Preisbildungsverfahren direkt an die Börse gegeben. Mit dieser eher ungewöhnlichen, aber kostengünstigeren Variante waren zuvor schon andere größere Firmen wie der Musikdienst Spotify oder die Bürochat-App Slack erfolgreich. Coinbase hat damit die Weichen für die erste Premiere einer großen US-Bitcoin-Börse am öffentlichen Kapitalmarkt gestellt. Wann genau es soweit sein soll, ist unklar. Dem Branchendienst TechCrunch zufolge wurde das 2012 gegründete Unternehmen bei einer Finanzierungsrunde von Investoren vor gut zwei Jahren mit rund 8 Milliarden Dollar. Der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung Bitcoin hatte zuletzt ein